Boah. Das war jetzt aber knapp. Sorry. Aber man muss ja immer an sich selbst denken. Moinsen, ihr Lappen, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Lappen. So, wir befinden uns heute im ultra geilen, super duper ultra hammergeil, oh, habe ich schon gesagt, Mode Earth oder Web, Ultra Rapid Fire. Es ist einfach so genial, ich liebe diesen Modus und ich werde ihn wirklich, wirklich hammerhart vermissen, wenn er wieder weg ist. Ich muss mal kurz schauen, ob ich die Musik aus habe. Ja, habe ich. Sehr gut. Und dann machen wir eben schon mal eine Teleport, weil wer das Ganze noch nicht kennt, es ist so hammergeil. Alle Cooldowns wurden um 80% reduziert. Das heißt, ich habe auf Master Yi nur noch auf der Q 3,6 Sekunden, auf der Heal nur noch 7 Sekunden, E 3,6 Sekunden. Teleport braucht eine Minute. Stellt euch das vor, eine fucking Minute. Es ist so hammergeil. Es gibt den schon ein paar Tage, ist gleich schon wieder, bald schon wieder dieselbe und ich wollte es mir einfach nicht vergleichen, hier wenigstens noch eine einzige Runde aufzunehmen. Ich bin gerade wieder so heiß auf diesem Mode, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das Ganze, kann ich noch sagen, ist jetzt meine Testaufnahme, ist meine erste Aufnahme jetzt mal mit einem anderen Programm, und zwar mit DxTory. Vielleicht kennt es der ein oder andere von euch. Das Programm haben wir schon mal verwendet bei einer Battlefield-Aufnahme, lief das nicht ganz so flüssig. Wäre mal gezählt, wenn ihr mal reinschreiben würdet, ob ihr einen Unterschied merkt. Schaut einfach mal eine andere League of Lappen-Folge an. Oh, was? Jetzt schon fast Blood? Lol. Bei mir ist noch gar keiner. Und ja, soweit. Gucken wir mal, wie es wird. Master Yi ist einfach so OP. Ich spiele den so gern. Ich spiele sonst gar nicht so gern Master Yi. Ich bin so mehr so ein Wukong. Hammergeil. Aber der wurde jetzt auch gebannt. Das ist ja so, dass man wie so ein Draft-Pick hat. Aber eben auch Blind Pick, das heißt, es picken alle gleichzeitig. Haha, nein! Nein! Fuck you! Fuck you! Scheiße! Okay, das ist dann immer die Überraschung, wenn man dann eine Doppeltop hat. Die ist gar nicht in Earth, ich nenne es jetzt einfach Earth oder Urf. Finde ich es auch gar nicht so schwierig. So, aber man hat ein hammergeilen Farm mit Master Yi. Wenn man dann mal die Q trifft, ja, und man trifft die dann. Alter. Ich mache einfach dauerhaft Damage und deshalb muss man hier auch immer gleich mal den Heal als nächstes skillen. Weil ich mache einfach so viel Schaden, Es ist so hammergeil, dieser Mode. Und Warwick ist hier leider zu OP, sobald der Ulti hat. Wieso spawn ich da hinten? So, das nenne ich nochmal OP. Also komm, das war auch jetzt mal wirklich hammer super geil, wie ich das gerade gemacht habe. Ja, über was können wir mal reden? Ja, war jetzt gerade Samstag. Und ich weiß nicht, ich hab's nicht gesehen, ich hab's ja nur auf Twitter gelesen. Also einfach, es wurde mir als Top-Hashtag angezeigt. Oder Top-Trends nennt sich das ja. Und auf jeden Fall, da habe ich ja gesehen, dass jetzt Wetten, das vorbei ist. Und ich würde da gerne mal so meine Meinung ein bisschen abgeben. Also ich finde es irgendwo auch schade. Es war klar, es ist nicht mehr lang nicht mehr das, was es mal war, wenn ich so an Kindeszeit noch denke, so, ja, vor 10 Jahren ungefähr. Da habe ich so Wetten, das langsam kennengelernt. Und da war es wirklich noch geil, weil ich bin auch der Meinung. Dass Thomas Gottschalk ganz klar. Ich muss mich so konzentrieren, das ist fast schwierig, hier eine Prognose irgendwie abzugeben. Dass Thomas Gottschalk war ganz klar Wetten, das. Und klar, ich glaube, er ist auch nicht nur rausgegangen wegen diesem Unfall, der sicherlich allen auch bekannt ist, sondern mit dem Schweizer da, der da jetzt immer noch schwere Schäden hat, ist bestimmt auch ein Faktor mit gewesen.
aber auf jeden Fall war es bestimmt auch, weil er schon recht alt war. Er ist schon über 70, das glauben ja viele gar nicht. Mag man auch gar nicht glauben. Aber der ist wirklich schon über 70. Jetzt werde ich wieder gestunt. Nein, jetzt bin ich tot. Ja, okay, auf jeden Fall. Er ist schon über 70. Und man schlägt sich ja jetzt mal so ein paar kleinen Sendungen vor. Der hat genügend Geld. Ich glaube, der hatte auf jeden Fall Lust. Das kann man nicht abstreiten. Und diese Markus Lanz, der ja dann als nächstes kam, das war nicht so wirklich das Wahre. Das kann man wirklich zugeben. Ich brauche einen Lifestyle. Das kann man wirklich zugeben, das war nicht das Wahre. Auch diese Sendung ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es gab nicht mehr wirklich Wetten, die man irgendwie noch hätte erfüllen können. Also ich meine, irgendwann wurde vor allem die Sendung lebt ja von Wetten. Ohne das, klar, es ist auch irgendwo eine geile Talkshow. Fuck, ich werde hier schon wieder genutzt. Und es ist auch eine geile, irgendwie eine Talkshow, wo sich irgendwie so viele Leute vereinen. Aber irgendwo ist es auch ja mal durch gewesen. Ich meine, ich habe es oft auch nur wegen dem Talkshow-Charakter geschaut. Obwohl die Wetten natürlich auch immer los, den mache ich. Ja! Was? Den habe ich nicht? Okay. Ja, aber schlussendlich muss man sagen, es war wirklich eine schöne Zeit. Die Sendung ist schon so alt. Ihr müsst jetzt, glaube ich, sogar 30 Jahre bestanden, also schon bestehen. Und dafür muss man wirklich sagen, das Ende ist jetzt ein bisschen unerwartet angekündigt worden. Also ich finde, da hätten sie ein bisschen mehr Spektakel draus machen können. Wahrscheinlich wird es auch nochmal nach der Dezember-Sendung, der allerletzten Folge Wetten, dass wird es wahrscheinlich auch nochmal, Leute, das war jetzt unnötig, wird es wahrscheinlich auch nochmal eine Rückblickfolge, Best-of-Folge oder so geben. Haben sie ja auch schon zum 25. gemacht. Fand ich auch recht cool. Das gucke ich mir das an, sonst gucke ich ja auch gar nicht. Okay, ich habe keine Chance. Ich gank einfach die Mitte, scheiß auf die Top. Und das werde ich noch gucken. Ich werde mir wahrscheinlich auch noch die letzte Folge angucken. Aber wenn man allein schon die Statistik überlegt, dass Frank Elstner, er hat das ganze Jahr angefangen und da waren dann immer, die hatten pro Sendung im Durchschnitt so um die 20 Millionen Zuschauer. Thomas Gottschalk hat ja die meisten Sendungen gemacht und der hat ja dann bis das absolute Rekord auch erzielt und hat schlussendlich. Wieso habe ich kein Ulti? Das frage ich mich jetzt gerade. Und 26 Millionen Views hat der erzielt. Und das ist schon recht viel. Also, aber wenn man da mal überlegt, dass Markus Lanz nicht einmal 7 Millionen geklagt hat, dann ist das echt traurig. Und das ist so ein Punkt, wo ich sage, dass ich gerade die Top-Lane verkacke. Aber auch, dass, es ist mal vorbei. Und somit wäre ich hier mal abgeschlossen. Würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Ja, und soweit. Oh, ich hab doch mal Ulti. Hab ich jetzt echt mal vergessen, die Ulti zu skillen.
Scheiß auf die Top-Lane, echt. Top SS, ja. No. Machen wir jetzt ein Troller-Game draus. Ich finde es einfach so immer geil, dass man keine Cooldowns hat. Hässlich, du Lauch. Was hässlich, du... Ich bin kein Lauch. Hallo, was deckt er sich? Die Sonne, komm. So, ich gank jetzt hier mal ein bisschen. Vielleicht können wir es noch reißen, ich denk's nicht. Aber, ja, mal gucken. Vielleicht lässt sich dann noch was machen. Aber ich vermisse hier irgendwie zwei. Ich habe eine 3-0, das ist bad. Los, komm mit. Komm mit. Der haut jetzt gleich mal wieder ein Ulti raus. Aber ich hau mal lieber ab. Schnell weg hier. Ich hau jetzt einfach ab. Oh, fuck you. Also jetzt gerade echt Concentration, aber ich habe die Q gerade nicht getroffen, so auf die Schnelle. Aber ein Infinity Edge kann man sich immer mal gönnen. Dann nehmen wir als nächstes noch ein bisschen mehr Lifesteal und Attack Speed. 1-4, das ist richtig schlecht, meine Stat. Aber ist auch, ja. Ich habe auf jeden Fall, ich habe gemerkt, dass dieses Earth ist wirklich... Ich brauche noch Schuhe, das wäre noch nicht schlecht. Wir haben keine Schuhe angeboten. Ah, dann nicht. Na, ich habe gemerkt, dass die recht schnell gehen. Los! Ja, die ist tot. Sehr gut. So. Dann gucken wir mal. Komm ich mal. Da ist ja schon wieder nix. Naja, nicht gerade das Wahre, obwohl wir eigentlich, ein Hecarim ist gar nicht dabei. Er wurde nämlich vorher gebannt, wenn ich das richtig weiß. Ist immer wieder weg. Ja, ich komm mal mit, Scheiß drauf. Ich gehe nicht top hier. Fuck yo! Scheiße! Oh, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Game. Jetzt fängt es langsam an, deprimierend zu werden. Hab eine recht hohe Win-Rate eigentlich. Damit, aber wenn es nichts wird, dann wird's nichts. Okay, das ist jetzt OP gewesen. Und der hat seine Ulti verskillt. Das können wir uns mit 1000 kaufen, können wir uns das und noch ein bisschen Deck Speed. So, teleportieren wir uns einmal schnell hier hin. So, den habe ich. So, den habe ich. Ich gönn mir. Ich habe immer noch Ulti, obwohl ich könnte schon. Ich habe dauerhaft Ulti. Im Ernst? Habe ich den Busch gewordet? Ja, habe ich. Da unten. Oh, fuck you. Wieso haut der nur. Wieso habe ich den gerade nicht getroffen mit der Q? Oh. So.
So, das war doch jetzt mal ein bisschen Carrion, oder? Ich habe irgendwie noch Ulti an. Ne, die ist jetzt weg. Aber sieht nicht gut aus, wenn jetzt da nicht irgendwie mal was geschieht. Gehen wir mal dahin. Alter, es ist. Aber es ist einfach so heftig, dieser Game Mode. Es ist so heftig. So. Wieso? Hat da jemand wirklich. Wieso nehmen die keinen Teleport mit? Guck, das andere Team checkt das. Bis auf einer mal wieder. Aber ich sag denen, wieso kein Teleport? Es ist einfach so hammergeil. Es ist wirklich einfach nur super geil. Ah, oh, fuck you, very much. Wieso nur? Da will man mal so einen richtigen Skillshot raushauen. Und es kommt nichts. Gar nichts. Ah, da, Schuhe. Ja, I need shoes. Ich geh mal dahin. Los, mach den! Was? Nein! Yo, hau den Panther raus, mach's doch! Oh mein Gott, this team! Können wir eigentlich ab 16 schon surrendern? Nein, kann man nicht. Too early in the game to surrender. Wieso? Wieso ist das nur so? Los, mach! Ah! Alter, wie viel Damage macht der? Wie viel gefeedet ist er eigentlich schon? 17. Das war jetzt aber knapp. Sorry. Aber man muss ja immer an sich selbst denken. So, zwei Leben noch. Der Rest ist von uns. Dann brauchen wir mal Top Lane. Hilfe. Los! Wieso hat der den noch angehittet? Ich brauch doch den scheiß Kill. Mann, so langsam werde ich Akku. Sorry, Leute, aber ihr müsst mich doch auch verstehen. Ich bin doch auch nur ein armer Junge, der eine Runde Earth zockt. League of Legends Mode. Ach Mann, Leute, was ist das? ...475. Den gönne ich, die paar Sekunden gönne ich mir noch. Wo sind die? Scheiße, Is! Oh, fuck you! Alter, die hauen da Triple raus, bitte! Surrendered, Flonsig. Surrender. Ah ne, ich bin vorher noch wieder in-game. Die machen die Finishen vorher. Das ist... Lol, der Tele... Achso, ich wollte schon gerade sagen. Oh ja, schön, schön, schön. Sehr, sehr gut, sehr gut. Los, macht die alle. Der hat noch 2000 Leben. Wir gewinnen das Game noch.
Ich sag's dir. Los! Nein! Los, mach den! Der Tau ist noch da, sehr gut. Alter, ist das gerade hammergeil. Ist das gerade hammergeil. Ich kann es mir gerade echt nicht vorstellen. Der Nexus hat noch 300 HP. Nein, 1400, sorry. Aber ich bin tot. Ist nicht gut, ist gar nicht gut. Ja. Musik ist gerade fertig. Da kommt sie langsam wieder. Ich habe sie aus, diesmal. Sonst füge ich sie ja nachher ein. Also, ich habe diesmal die Musik direkt im Hintergrund laufen. Ich muss mich echt konzentrieren, weil du musst so viel Scheiß-Skills. Ich weiß nicht, wer da kommt. Wahrscheinlich ein Ease. Ja, es kommt mies. Ah, okay, der ist schon fertig. Wieso sind wir nicht da hinten gewesen? Naja, auf jeden Fall war eine geile Runde. Ich habe ein bisschen was über so andere Sachen erzählt. Schaut doch mal wieder rein. Ich bin im Urlaub, aber ich werde sehr wahrscheinlich auch da aufnehmen können. Warum, das kann ich dann nochmal erzählen. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Es gibt mal wieder eine Runde Battlefield, auch mit Tom. Und es gibt noch andere geile Sachen, neue Sachen. Und somit sage ich euch nur noch, League of Legends ist immer auch Chefsache. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.